Die Arbeiter der Gartenbaufirma ahnten am Morgen nichts Böses. Auf einem Neubau in Haslo sollten sie den Rasen anlegen. Plötzlich trifft einer von ihnen einen metallischen Gegenstand. Sofort zischt Rauch aus dem Behälter, entzündet sich das Gemisch in der Granate. Einer der Bauarbeiter schildert die Situation. Ja, dann kam das hier alles an. Und was ist das jetzt? Hat er sich verbrannt oder was? Nee, er hat irgendwelche Gase eingeatmet. Ja, und hat er Reizungen im Hals und jetzt muss er ins Krankenhaus wahrscheinlich abduschen. Und wir wissen selber noch nicht, was passieren sollte. Was? Keine Ahnung. Und wie sah das dann hier aus? Alles, die ganze Straße war vernebelt nach einer kurzen Zeit. Ja. Die hat erst, wurde sie beschädigt, dann hat sie ganz bisschen gequalmt, also ganz bisschen. Und dann war Polizei und Feuerwehr hier und haben die geguckt und Bilder gemacht und versteckt an Bombenräume. Und dann auf einmal war alles vorbei. Dann brannte das Ding und dann war alles verqualmt. Und dann sind wir alle abgehauen, weit auseinander. Wenige Augenblicke später sind Polizei und Feuerwehr an der Einsatzstelle. Der Garstädter Weg wird gesperrt. Die Anwohner und Bauarbeiter evakuiert. Nach einigen Minuten lässt die Rauchentwicklung nach, schütten Feuerwehrleute Sand auf den Fund. Die Gartenarbeiter hatten eine alte Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg getroffen. Der Leiter des Rettungsdienstes hatte alle Hände voll zu tun. Heute Morgen bei Bauarbeiten ist es bei dem erschwerten Ausgraben eines fremden Behälters zu einem Zwischenfall gekommen, dass in dem auch Gas ausgetreten ist, nämlich Phosphor, weißes Phosphor aus dem Zweiten Weltkrieg. Daraufhin mussten wir noch weitere Einsatzfahrzeuge dazuziehen. Wir haben im Moment zurzeit 10 Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug dabei. Wir haben noch den ABC-Schutz, die Dekon aufbauen müssen, weil die Patienten anschließend, bevor sie in die Krankenhäuser kommen, noch abgewaschen werden müssen. Der ABC-Zug aus dem Kreis Pinneberg wurde angefordert, ein Duschzelt mitten auf der Straße aufgebaut. Alle, die mit dem Rauch der Granate in Berührung gekommen waren, wurden vorsorglich geduscht und mit neuer Kleidung versehen. Das Einzige, was sie halt eben auch weiß, dass abgewaschen werden muss, dass es zu schweren Hautreizungen und Atemproblemen führen kann. Deswegen müssen wir auf der Haut mit Seife anschließend mit leicht warmem Wasser dann abspülen. Und anschließend gehen sie in die jeweiligen Krankenhäuser in der Umgebung, um da eine kurze Überwachung zu machen, um dass da eben keine weiteren Folgeschäden auftreten können. Nach weiteren Sichtungen wurde ein Bauarbeiter bei dem Unfall verletzt. Alle anderen sind mit dem Schrecken davongekommen, waren frisch geduscht, hatten neue Kleidung, wurden aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Kampfmittelräumdienst des Landes Schleswig-Holstein hat inzwischen die Granate beseitigt. Jetzt fragen sich alle, wie konnte das Ding dort in den Garten gelangen?